Um das Resultat, das heutige Resultat zu erreichen, hat Regensburg die Planung übernommen, in Kooperation mit Ungarn, die die Berechnungen, die Kräfteberechnungen gemacht haben, Materialberechnungen. Dann ist Belgien, wir haben uns bereit erklärt, die 5 Pressen für jedes Land eine Presse zu bauen. Und parallel dazu hat der türkische Partner sich bereit erklärt, den Prägestempel einerseits, Münzseite herzustellen und Polen die andere Seite. Es funktioniert. Nach Besuchen in Ungarn und Deutschland ist dieses nun das 3. Treffen der Truppe. Wir versuchen untereinander Englisch zu sprechen. Also Verständigung ist eigentlich sehr gelassen. Wir verstehen uns. It's important because we are knowing our culture, our cities, and we are meeting with new people. It's my first time for go abroad and be in the project. It's my first time. It's really exciting for me. Wir haben neue Leute kennenlernen und das war sehr gut und wir freuen uns, dass wir hier sind und es macht viel Spaß, zusammenzuarbeiten und diese Woche war sehr gut. Gut, es war eigentlich recht schön, also dann konnten wir die ganzen verschiedenen Länder wirklich zusammenwohnen, das ist schon was, ist immer irgendwie was los. Europa und die Krise, dieses Thema bleibt unter den Jugendlichen außen vor. Trotzdem, was ist, wenn die Europäische Union tatsächlich bricht? Wir wissen gar nicht, wie es ohne Grenzen ist. Wir kennen es ja nur, dass alles offen ist und man überall in Europa reisen kann. Und es sollte auch so bleiben. Ist wichtig. Europa und die Krise? Davon möchte diese neue Generation nichts wissen.